Ja, ihr seht genau richtig. Das alles ist halt wieder so wie so ein Channel-Stapel. Der Devil May Cry sein. Ja, ich würde gerne die ersten drei Teile vorspielen, aber ich habe die neuere PlayStation. Und zurzeit habe ich nur Devil May Cry 4. Naja, wie ihr seht, dauert noch die Ladezeit ein bisschen. Gerade mal bei 69%. Ich würde sagen, wir treffen uns dann beim Intro. Also bis später. Okay, jetzt beginnt offiziell das allererste LP. Ah, das Intro könnt ihr euch jetzt erstmal ansehen. Legends as truth and worship him just like a god. Your Holiness! You got a jacked up notion of fair play, pal, and it's beginning to piss me off. We must evacuate the residents back to headquarters. Report back as soon as you can and be careful. I got it already. Does make life a little more interesting. Don't you think? Sit down! Go! Get out of here! No! That arrogant kid possesses demonic power! Why? Why did you do this? Ja, Devil May Cry. Ich habe das sehr lange nicht mehr gespielt. Das ist die Jahre. Und ich glaube, da hatte ich es auf dem PC gespielt. Ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig. Was ist denn das? Bla bla bla, alle Missionen abgeschlossen. Ja. Ich habe das doch gerade erst neu installiert. Ach so, das waren die. Ich hatte das bei meinem Bruder gespielt.
auch die PlayStation-Version. Ich hoffe, dass es nicht zu viel drauf. Kurz die Steuerung angucken. Devilbringer, Nahkampf, Spring, Exit. Okay. Tutorial. Wir brauchen kein Tutorial. Empfohlen Modus für Devil May Cry Neulinge. Wir spielen das auf Teufelsjäger. Automatisch? Nee. Versuchen die Kombos selber zu machen. Der Ladevorgang. Nicht schon wieder ein Intro. Ja, wenigstens ist das nicht so schlimm wie bei Metal Gear Solid 4. Ich glaube, hier steht fast drei Viertel des Spiels nur aus Videos. Ich glaube, ich halte erstmal die Treppe, bis es das Kämpfen losgeht. Hat es doch noch geschafft. Hat alle Viecher damit. Was weiß ich, so ein gebrochener Arm. Hat er die alle erledigt. Aber wie lange dauert denn das noch? Sieht doch schon jetzt besser aus. 2000 years ago. The Dark Knight. Turned against his demon brethren,
and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusion of the demonic and human realm, nicht schlecht. We weak humans would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you to unite and pray. Spielt ihr ganzen coolen. Such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious savior would shelter us from the storm. Let us pray. Ja, diese ganzen Hauben oder die erinnern mich irgendwie an Assassin's Creed. Hab nie mal den ersten Teil, glaube ich, durchgespielt. What's wrong? I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Das ist wohl seine Freundin. Wieso läuft sie seinen Arm? Na, das ist doch. Oh! Das tat weh. Ah, dieser Blick. Erinnert mich an Resident Evil 1. Wo man den ersten Zombie. Ich hoffe, jetzt geht's los mit ein bisschen ja, Schlägerei, wie es aussieht. Jo, der hat jetzt aber. Oh. Das Schwert scheint wirklich scharf genug zu sein. Wirbelt er hier Leute herum? Ja, wo ist denn das Blut von hin? Dropkick. Und gleich zwei, ich bin immer auch gut. Kyrie! Go with your brother and get out of here! I will return with help! You stole him until then! I won't hold my breath. Ja, die Kopfhörer waren doch schon teuer, die Matrix-Moves oder wie? Ja, ganz lässig auf der Spitze stehen. You got a jacked up notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. Ah. Ah, noch 14 Minuten.